Sich im Notfall richtig verhalten, das lernen die Volksschüler hier bei der Kindersicherheitsolympiade in Traun. Schon vorab haben sich die Teams in der Schule darauf vorbereitet, damit beim Bewerb dann auch alles klappt. In der Schule haben wir mit unserem Herrn Lehrer mit der Kübelspritzen geübt und wir haben einen Fragenkatalog gekriegt. Bei dem haben wir halt dann daheim üben müssen. Wir machen in Oberösterreich ja die Bewerbe seit Anfang April. Also in jedem Bezirk veranstalten wir da die Kindersicherheitsolympiade. Und die jeweiligen Bezirkssieger sind heute da beim Landesfinale. Der Zivilschutz Oberösterreich sucht hier die sicherste Volksschulklasse. Die Schüler messen sich bei verschiedenen Stationen, Quizfragen beantworten. Polizei! Gefahrensymbole erkennen, einen Parcours meistern. Der Bewerb erfordert Wissen und Geschicklichkeit. 14 Schulen nehmen hier teil. Ja, wir machen diese Safety-Tour seit 25 Jahren und richtet sich an Schüler in den Volksschulklassen, dritten und vierten Klassen, ganz Oberösterreich. Und wir haben fast in jedem Bezirk Bezirksausscheidungen. Und es nehmen viele Schulen und vor allem viele Schülerinnen und Schüler gerne daran teil. Die Kids durften Verletzte beim Roten Kreuz spielen und auf einem Polizeimotorrad sitzen. Aber auch ein Feuerwehrauto von innen sehen. Wir können hier Wasserschäden und auch den Brandeinsatz zum Beispiel bewerkstelligen, sind mit kleiner technischer Ausrüstung unterwegs, es ist eher für den Branddienst gedacht. Als Rahmenprogramm haben wir bei allen Bewerben die Blaulichtorganisationen dabei, also sprich die Polizei, das Rote Kreuz und die Feuerwehren, um einfach da den Kindern ein bisschen das Ehrenamt vorzuführen, einen schmackhaft machen und vielleicht entschließt sich das eine oder andere Kind, da bei den Jugendgruppen tätig zu werden. Es ist ganz wichtig, dass man sich mit diesem Thema von Anfang an, also von klein auf, auseinandersetzt und wirklich auch darüber lernt, egal welche Nummern man anruft, wenn es zu einem Ernstfall kommt oder auch wie man selbst Hilfeleistungen bewerkstelligen kann oder auch Hilfe holen kann. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde. Am Ende gewinnt die Volksschule Scherding. Die Innviertler holen sich den begehrten Pokal und den Titel Sicherste Volksschulklasse Oberösterreichs.